kann es losgehen? Du hast Hunger, hä? Schwebende Wolken. Diese Samen. War Manuel irgendwann hier?
weinender Riese, oder? Und die Samen. Manuel war hier. Ja! Na, wie Pfeile. Einer nach dem anderen abgefeuert. In Panik. Aber was noch? Fußspuren. Na, wie? Da rannte vermutlich jemand um sein Leben. Aber wer war das? So nicht. Sieht falsch aus. So nicht. Nein, nicht jetzt. Ich frage mich, ob... RDA und Na'vi treffen aufeinander. Na'vi legt ein paar um. Ist unbeholfen. Könnte man weg gewesen sein. Es hat vielleicht zu tun mit... Nein, nicht jetzt. Ich frage mich, ob...
Nicht jetzt. Es hat vielleicht zu tun mit... Ein Na'vi ist geflüchtet. Verlor ein Beutel, der nach diesen Samen riecht. Die, die Manuel gerne mag. Ein einsamer Na'vi, wahrscheinlich Manuel, trifft auf RDA. Alle unvorbereitet. Der Na'vi schaltet ein paar RDA-Leute aus. Flüchtet. Verliert ein Beutel. Ich folge dem Duft des Beutels. So werde ich dich finden. Sarintu, unglaublich. Komm her, es ist gefährlich, gesehen zu werden. Manuel, tut es weh? Keine Sorge, nur ein paar Schrammen, sonst nichts. Die Himmelsmenschen hatten nicht damit gerechnet, dass ich kämpfen kann. Ich auch nicht. Warum bist du allein hier? Takaris Geschichte? Ja, dabei bin ich auf die Himmelsmenschen gestoßen. Und gleich so viele. Der alte Manway hat sich schön erschreckt, was? Sie haben sogar einen fiesen Metall-Ikran geschickt. Ich habe sie aber aus gutem Grund hierher geführt.
Hier gibt es sehr viele Schwärme, die weitaus schlimmer sind als Pfeile. Die werden unsere Heimat kennenlernen. Oh, aber zuerst ruhe ich mich aus. Keine Sorge, Manuel, sie sind weg. Die Himmelsmenschen sind weg? Sogar das fliegende Metallmonster? Die Himmelsmenschen sind weg. Du kannst jetzt nach Hause. Nach Hause? Es ist ewig her. Ich war nicht mehr dort, seit sie deine Leute getötet haben. Ich habe hier draußen den Tod erwartet. Doch ich war schon lange eine wandelnde Leiche. Takari fürchtet, du nimmst ihre Geschichte wörtlich. Nur eine Geschichte, natürlich. Ich wollte ihr nur folgen, sehen, ob ich bereit für den Tod bin. Du hast den Tod gesucht, bist aber noch am Leben. Oh, du hättest mich sehen sollen, als der Tod sich mir als Himmelsmenschen offenbart hat. Da wählte ich das Leben. Aber deine Schmeichelei ändert nichts. Dieses Ende, der Kampf, den du gewonnen hast, sie sind deine Geschichte. Thank you.
Manuel war noch mal hier, um mich zu sehen. Leicht lädiert, aber sonst einfach nett, wie immer. Hat er nach einer weiteren Geschichte gefragt? Nein, hat er nicht. Und ich denke auch, dass meine Geschichten ihm nichts mehr bringen. Der Krieger entschied sich für das Leben, als er den Pfad wählte. Manuel realisiert das nicht, aber er fühlt es. Er ist viel schlauer, als er denkt. Es gibt noch Hoffnung. Ja, er denkt, dass es deine Geschichte ist. Aber das stimmt so nicht. Bei den Kametire gibt es viele wie ihn. Bald haben sie ihre eigenen Geschichten. Ich freue mich, sie bald zu erzählen. So wie auch deine. Bis zum nächsten Mal. Wenn die Sarentu zurückkehren, bedeutet das Frieden. Was würde ich geben? Wieder mit dem Sessuar zu handeln.